Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hatte ja im Odimar Shoppen angekündigt. Wir bauen das Ding jetzt einfach mal auf. Und gucken wir mal, wie ich mir anstelle. Ich werde aber von der Perspektive filmen, weil ich den Tisch brauche und... Oh. Knie tut immer noch weh. Ein bisschen tiefer machen, so. So. Rollen. Plasteteile. Noch mehr Plasteteile. Metallrohre, die beschriftet sind. Eine Anleitung. Noch mehr Plasteteile. Noch mehr Rollen. Das war's. Das war's. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. So. Ich hoffe, dass hier eine Anleitung mit bei ist. Euer fucking Ernst, jetzt ist keine Anleitung mit bei, oder was? Ah, doch, auf der ersten Seite. Ein Blatt, ganz toll. Ganz toll. Gott sei Dank habe ich Brille aufgesetzt. So. Dinge so total geknittert im Karton. So. Schrauben haben wir auch mit bei. Was, brauche ich noch einen Schraubenzieher oder was? Plastikteile. 5. Hier sind die Rohre. Die lege ich mir mal hier hin. Da sind dünne mit bei, dicke mit bei. Das hatte ich ja noch nie, ey. Sonst sind die Dinger immer fertig aufgebaut. Ach, hier sind die Schrauben mit bei. Also sonst gehe ich bei Lidl rin und hole mir so einen Ständer und dann ist der aufgebaut. Und ich brauche den zu Hause nur ausklappen. Maximal ein bisschen Plasteteile unten ran oder was weiß ich. Ach, scheiße. Ich hab's doch gewusst. Das wird doch nur wieder halten von 12 bis Mittag. Das sind die... Die kommen dann auf die Stange rauf. So. Und dann in der Mitte. Und dann halten die hier praktisch die, die man ausklappen kann. Da wird das dann rangemacht. Dünnet Plastik. Ganz dünnet Plastik. Also werde ich mir dann früher oder später Metallhaken holen müssen, die ich dann ranhänge und wo ich das dann raufhänge. Weil das, wenn das bei Wind und Wetter draußen ist, also das hält, gebe ich euch Brief und Siegel, das hält nicht lange. Da werden wir mal sehen. Müssten jetzt 6 Stück sein. 2, 3, ja, sind 6 Stück. Nummer 12 ist das. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Aber naja. So, was haben wir hier?
Kleine Schrauben, große Schrauben. Und die sind alle Kreuz. Ein kleinerer Kreuz oder ein größerer Schlitz. Ja, na okay. Dann werde ich jetzt mal Schraubenzieher holen. Da war der Akku wieder alle. Jetzt steht der neue Akku drin, 71%. Also werde ich das Zwischenmaterial wahrscheinlich nicht nutzen können. Na, ganz toll. Stand jetzt auch wieder da, irgendwie, ach, kann nicht benutzt werden und Achtung und habe ich jetzt gesagt, einfach mal, nö, dann will ich es nicht machen, ja, weil der Stand dann kann von anderen Geräten nicht erkannt werden dann vielleicht, habe ich gesagt, nö, und dann sagt er, nee, oh, okay, da müsste die Speicherkarte formatiert werden, sage ich, nee, ich habe ja davor schon was aufgenommen. So, und somit haben wir das Grundgestell jetzt hier schon mal erledigt. Stelle ich jetzt mal hier rüber. Ach Mensch, ich habe hier zu wenig Platz. So, der Stuhl muss hier rüber. So. Tüten. Noch mehr Tüten. Müll weg. Müll weg. Krieg auch mal wieder einen gelben Sack voll. So. Wo kommt die jetzt hin? Die 12 kommt. Ach, scheiße. Mist, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. So, dann machen wir das einfach hier nochmal einseitig ab. So, und dann sagt er hier, so rum sollen wir die rauf machen. Hier kommen nämlich die Dinger noch mit drauf zum Festklemmen. Hm. So, praktisch. Ja, damit sie nicht runterfallen, ja, dass die, wenn die hochkant sind. Hm. Das wird halt hier wieder rein. Ach, machen wir gleich mal oben als erstes ab. Ja. Verkehrt. So. So, haben wir. Hier ab. Seitenverkehrt drauf. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt sind diese Dinger hier drauf. So, fertig. Ja, ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in der Beine. So, die Seitenarme kommen. Ach, da kommen wir auch noch dazwischen. Okay. Die kommen.
nachdem, wie man es hinstellen will. Ja, ich würde es ja so hinstellen. So. Da muss ich dann auch nochmal hier lose machen. Aua! Boah, jetzt hau ich mir das auf die Flosse, ey. Ach, wird reingeklickt. Dadurch ist es stabil. Upala. Das wird nicht reingeschoben, weil der wird locker. Ich werde mal gucken, ob ich das zeigen kann. So. Nee, so rum. Nee, Quatsch, habe ich ja verkehrt rum. So rum muss es ja. So, dann wird das praktisch beim Rohr. Das wird hier so dazwischen gepackt. So. Und dann hier einmal zack. Und dann haben wir das. Waren wir natürlich hier auf der Seite. Durch meine Dusseligkeit. Verkehrt rum. Ach, den können wir auch so machen. Brauchen wir doch nicht abbauen, Mensch, ich Trottel. Zack. Und dann ist er dran. Kann man dann verschieben. So, und dann kann man den Bügel anhängen. Und hier auch eine Jacke dran anhängen und so. Und dann passt das. Ach, so. A1, A2. Und jetzt die Seitenarme. Und da kommt die Dinger rein. Ich habe jetzt nur noch praktisch die Räder, die kommen ganz zum Schluss. Die Schrauben. Ich habe mir die ein bisschen länger vorgestellt, muss ich sagen, die Seitenarme. So, links, warte mal gucken. Wir brauchen praktisch dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Stück. 2, 4, 6, 8, 10, 12, jo. Sind 12 Stück. Sind die gleich? Nee, der Schlitz ist vorne. Und der Schlitz kommt... Ah, zum Variieren, genau, kommt nach innen. Okay. So, dann brauchen wir jetzt hier 3 Stangen. Die machen wir hier rauf. Und dann kommt es oben rauf. Und schon haben wir einen Seitenarm fertig. Ja, breiter auseinander geht. Aber ich habe gedacht, ein bisschen länger. Also das sind nur 3 Dinger. Na, mal gucken, ob das so platzsparend ist. Ob ich da trotzdem alle drauf kriege, was ich kriegen will. Mal gucken. Weil ich habe so einen Wäscheständer auch noch nie gehabt, muss ich dazu sagen. Hoppala. Das ist das allererste Mal. Und stand da platzsparend und so. Und ich habe gedacht, naja, testest du das mal.
damit man halt im Sommer auf dem Balkon sitzen kann, essen kann. Früh schaffen wir ja noch, da ist es, also wenn es nicht gleich früh schon so ballert oder so schwül ist oder so. Und abends vielleicht. So. Nächste fertig. Haben wir auch richtig? Ja. Ja. Alles richtig. So, hier unten ist der Schlitz nach hinten. Und da stand halt platzsparend drauf und jetzt, wenn ich so die sehe, ich habe bei dem normalen Wäscheständer hast du halt die breite Fläche und dann die Bänder. Und die Bänder kleinen Flügelchen, links und rechts. Na, klein sind die auch nicht, die sind auch breit. Muss ich mal gucken. Also auf der Verpackung sah es schön groß aus, also jetzt so in echt. Also wirkt es ein bisschen, hoppala, die Ärmchen wirken ein bisschen klein. Na gut, hier könnte ich ja auch noch ein paar Kleinet aufhängen, Socken und so. Weil ich habe ja hier die Dinger hier, oder obwohl die kann ich ja rüberschieben. Dann könnte ich hier auch einen Pullover drüber hängen oder so. Ja, gut. Aber, weiß nicht. Die Höhe gefällt mir. Also die untere Höhe jetzt nicht, das ist blöde beim Rufmachen. Aber da hätten sie noch eine Etage oben rauf. Eine Etage höher machen können. Auf 1,80 hoch. Also praktisch, dass die auf 1,80 auch nochmal. Oder halt, was sind das? 20 cm. In 70 nochmal was ist oder so. Gummiband weg. Ich weiß aber noch nicht, wo die kleinen Schrauben hin sollen. Akku sagt 41% geht. Ja, das nervt mich mit dem Akku, das nervt mich unheimlich, ey. Und das ist immer öfter. Aber ich habe ja jetzt, wie gesagt, die neuen geholt. Mal gucken, dass die mich dann halt nicht im Stich lassen. Weil vor allen Dingen, du ladest Akkus voll auf. Ja, hast du sie im Ladegerät alle drinne. Mensch, nun bleib doch hier. Herrgott. Ladest die voll auf. Die ganze Weile im Ladegerät. Bis das Ladegerät sagt, hey du, deine Akkus, die sind voll, wa? Nimmst du freudestrahlend raus. Machst eine Kamera rein, denkst, Mensch, hast ja eine geile Ladung. So 80-90%, vielleicht 100, aber 100 kommt nicht mehr hin. Machst du rein 71%. Dann kannst du bis 20...
20% runter machen oder 10 und dann geht die Kamera aus. Ist nicht, das ist nichts. Das ist Kacke, ist das da. So, jetzt haben wir die Seitenarme hoch. Habe ich so viele Schrauben. 1. Da kommt eine Schraube rein. Da auch, da auch, da auch. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich die kleinen Schrauben reinmachen soll, Leute. Ohne Scheiß, wirklich. Das ist laut dem Ding hier nicht ersichtbar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja. Also das ist für mich ersichtlich. Und die werden ja drin gesteckt. Also für mich ist hier nicht ersichtlich, wo hier noch kleine Schrauben hin sollen. Reinigung und Pflege, Produktion, Entsorgung, Reparatur, Wartung, Einladung. Zwölf Schrauben. Ach, das sind die Außenteile. Ah, alles klar. Gut, jetzt weiß ich es doch. Ist aber, ey, das ist aber beschissen erklärt. Du hast hier nur eine Schraube abgebildet, aber du brauchst zwei. Ja, pass mal auf. Ich zeige euch das anhand von hier Mittelfach. So. So, wir machen das erstmal so. Du brauchst einmal die lange. Achso, ja, na gut, denn im Endeffekt ist das logisch. Und von wo kommen die? Von außen? Von innen? Von was kommt denn das rein? Die Dicken kommen von außen. Okay. Dann machst du das praktisch hier von außen. Also schiebst du das hier rein. Ja, machst du hier die Dicke rein. So. Dann machst du das auf der anderen Seite genauso. Hoppala. So, jetzt aber. So, jetzt hast du durch. Dann verkehrt rum? Nee. Die Teile nach oben. Ach so. So, und dann kommt das nämlich hier oben ran.
Dessen kann man das variieren. Und der hält das denn hier oben? Oh, ne, das ist ja scheiße. Hier unten geht's nicht. Also zur Not würde ich das tauschen, dass es praktisch, dass es denn immer so off ist. Und wenn ich es nicht habe, haben will, dass ich dann runterklappe. Hier geht es auch nicht runter. Nee. Ist stabil. Der wird reingerastet. So. Und das soll dann so, damit er nicht wackelt oder so. Ich habe keine Ahnung. Habe ich jetzt weggeschmissen. Das erschließt sich mir nicht wirklich. Akku ist noch okay. Also das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht wirklich. Also geht nicht weiter. Okay, ist schon fest. So. Dann hier mit dem Schraubenzieher gegen. Ist das hier so? Und wenn man es braucht, schiebt man es hier rein, dann ist es fest. Wenn man es nicht mehr braucht, macht man es locker. Also das ist doch okay. Bloß das erschließt sich mir noch nicht, wofür das jetzt hier sein soll. Aber bestimmt, dass man es fest, dass es so fest ist, dass man es nicht einfach so rausziehen kann, während man halt Wäsche wäscht oder Wäsche aufhängt oder so. Wäre natürlich auch clever. So, nochmal das nächste. Akku sagt 12%. Oh, jetzt. Den schaffen wir noch und dann müssen wir aber dringend nächsten Akku reinmachen. Weil sonst habe ich die Arre-Karte. Na komm.
Komm, komm rein. Genau, so ist schön. So bist du drin. Oh, du auch rein. So, rausgezogen. Kleine Schläubsche. Habe ich so eine Fummelarbeit, liebe ey. So, dann machen wir mal das anders. Machen wir mal hier mit dem Schlitzer gegen. Der ist nämlich kleiner. So. Und hier dann mit dem Kreuz. Ne, das ist der kleine Kreuz, den großen Kreuz. Perfekt. Hier auch. Wo ist der Schlitz? Da ist der Schlitz. Mal so hinmachen, dass ich hier vernünftig zugreifen kann. Na, da. No, was ist denn nu hier? Ja, das ist zu. Weiter geht's nicht. Und dann haben wir noch. Ach, machen wir erstmal die andere Seite, würde ich sagen. Und oben dann zum Schluss. 8%. Mann, wo bist du denn hin hier, du Scheißteil? Herrgott, ja. So, jetzt müssen wir aber erstmal ganz dringend Akku tauschen. Oh. Akku getauscht. Hier dazwischen. Na nu. Bin ich durch. Ah, jetzt. Was für ein Scheiß. Jetzt ist es hier raus. So. Beide Seiten drin. Oh, diese kleinen Schrauben, ich hasse die. Die mit meinen dicken Wurstfingern kriegst du die nicht richtig zu greifen. Drecks die Winde hier. Ja, wisst ihr, dann versuchst du mit den dicken Wurstfingern diese so kleine Schräubchen zu fassen und darauf zu schrauben. Bitte. So ein Scheiß. Hier Kontrolle machen. Ja. Nee, da geht nichts weiter. Aber die Schrauben sind auch so gemacht, dass du die festmachst mit dem Kreuzer und beim Festmachen, wenn sie fest sind, werden sie rund. Dass du die auch nie wieder auseinanderkriegst.
So, haben wir das. Ja, Blödsinn, warum willst du denn hier nochmal Schrauben tauschen? Wie Ersatzteile vielleicht noch? Quatsch. Warum, wozu Ersatzteile? Wegschmeißen, neu holen. Leider. Das ist so schade. Dass du so viele Sachen heutzutage nicht mal mehr reparieren kannst. Mein Vater, mein Opa und so, die haben immer noch alles repariert. Auch wenn da irgendwo ein Kabelbruch war bei der Lampe. Da hast du ein Stück Kabel rausgeschnitten, fertig. Schalter zwischen, fertig. Oder einen neuen Schalter geholt. Ein Stück abgeschnitten, was kaputt ist. Am Original Schalter abgeschnitten. Und dann halt einen neuen Schalter drin gesetzt und dann ging das alles wieder. Die haben wir damals, haben die auch so Lichtorgel mit verschiedenen Rhythmen und so. Alles selber gebaut. Und heutzutage. Naja, vielleicht wäre ich ohne zu alt. Vorher habe ich auch gesagt, Mensch, ihr Hüthaus weg. Also gebe ich euch ehrlich zu. Und jetzt letztens ist es mir nämlich aufgefallen, wo mein Toaster kaputt gegangen ist. Wo ich dann gedacht habe, Mensch, 15 Jahre altes Ding. Die anderen davor haben immer nur, was weiß ich, ein Jahr gehalten, maximal zwei. Und der war jetzt eigentlich ganz cool. Auch nur ein Preis günstiger, das war nicht mal teurer. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ja, aber trotzdem. Auf jeden Fall die Taste für hochmachen nicht mehr. Also für festhalten vom Toast. Ja, und dann habe ich überlegt, den habe ich doch erst gekriegt. Nee, den habe ich gekriegt. Da war Josie ein Jahr und ein paar Monate. Ja, also das ist jetzt von der Nachbarin damals zu hören. Und da war der schon gebraucht. In einem Top-Zustand. Die hat nur ihn zweimal benutzt, glaube ich, oder so. Weil sie kein Toastbrot isst. Aber das war halt bei so einem Kombipaket mit bei. Also Kaffeemaschine, Eierkocher, Toaster. Was sie sich bestellt hat. Und die kann damit nicht anfangen. Hat sie gesagt, ob ich ihn haben will. Und sage ich, oh, passt ganz gut. Weil meiner ist jetzt gerade kaputt gegangen. Und Josie hat nämlich damals gerne Toastbrot oder Dunkelbrot, Bauernbrot. Ja. Ich sage immer Schwarzbrot. Meine Frau sagt, nein, Schwarzbrot ist falsch. Schwarzbrot ist in den Körnern. Aber zur DDR-Zeit hieß das Schwarzbrot. Und ich lasse mich da nicht rinreden. Nur wegen so irgendeinem neumodischen Körnerdreck hier habe. Das hieß Schwarzbrot. Dann bleibt das Schwarzbrot. Und das hat sie halt gerne gegessen mit getoastet. Schwarzbrot so leicht getoastet. Toastbrot konnte ein bisschen mehr durch sein. Und dann Butter und Leberwurst. Am Anfang nur die normale Leberwurst. Dann ab und zu mal die Pfälzer. Aber da ist sie dann nicht mehr rangekommen. Und Juna ist genauso. Juna steht auch total auf die Pfälzer-Leberwurst. Diese gräuliche. Die finde ich ja auch sehr lecker. So. 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 Jetzt nur noch festmachen.
So. Kann das Heft auch weg. Danke für die beschissene Erklärung. So. Jetzt haben wir zusammengekriegt. Ja. Macht schon was her. Wir müssen aber noch einmal kippen. Mal gucken. Fest. Hätte ich mal vielleicht doch zusammenklappen sollen. Dann haben wir hier ein Rad wieder. Das wird einfach nur... Jetzt mal Aufkleber abmachen. Mit richtiger Kraft reingeschoben. Ja, was da nicht geht, macht das später durchs Gewicht. So, unsere Bremsen sind hier dran. An allen Vieren Bremsen dran? Ja. Ups, hat schon geknackt. Schon erste kaputt oder was? Ne, sind alle drinne. Der da ist nicht richtig drinne. So, der hier ist nicht richtig drin. Anderer Fuß. Ach, ey, das Ding ist wirklich echt unhandlich hier. Ja, jetzt fast. Scheißegal. So. Jetzt machen wir das hier mal so ran. So, dadurch hängen die jetzt nicht ganz runter. Oh, was ist denn hier? Der sieht auch ein bisschen
Der sieht ein bisschen schräg aus hier. Ach nee, der. Die haben dadurch. Kannst du sie runter machen? Durch das Ding, wenn sie dran ist. Und dann zieht der die automatisch rein. Und dann machst du hier raus und runter. Und dann. Ja, dann mache ich das doch so. Zack. Und dann hier links, rechts. Ein Stück rausgezogen. So und runter. Dann ist hier auch keine Spannung mehr drauf. Hier ist ganz locker. Auch hier hinten ist ganz locker. Ist ja simpel. Jetzt weiß ich wofür. Weil ich habe gedacht, den kann man ja hängen lassen. Ist ja auch Quatsch. Aber naja. Aufkleber ab. So. Ja, macht doch schon was her, muss ich sagen. So, den werde ich jetzt erstmal rausbringen. Dann kann ich jetzt in den nächsten Tagen Wäsche waschen. Na gut, jetzt sind es gerade Minusgrade. Aber naja. Das soll es jetzt. Ach, siehst du, Akku ist auch gleich leer. Soll es jetzt dazu auch gewesen sein? Ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt. Also, sobald ich hier was Neues weiß, irgendwas geht kaputt oder geht nicht so oder hält nicht oder was weiß ich, mache ich natürlich ein extra Video. Jetzt wird er erstmal getestet. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.